Mehrere Stunden gesperrt war die Bundesstraße 253 zwischen Dannenrode und Löhlbach am Montagabend. Die Bergung eines Lastzuges war die Ursache. Der Fahrer war mit dem Wagen zu weit nach rechts gekommen. Der LKW drohte, die 4 Meter tiefe Böschung hinabzustürzen. Feuerwehrleute sicherten den Wagen mit Seilwinden und Greifzug. Damit gelang es den Wehren aus Löhlbach und Bad Wildungen, den Lastzug stabil zu halten. So lange, bis ein Abschleppwagen mit Kran einsetzbereit war und dem LKW half, wieder auf die Straße zu fahren.